als ich heute Morgen aufgewacht bin, dann habe ich den Vorhang aufgemacht und da habe ich rausgeguckt und du glaubst nicht, was da auf unserer Schüssel, die bei mir genau vorm Schlafzimmerfenster ist, sitzt. Da saßen zwei Tauben und die haben sich geküsst. Ja, und dann hatte ich natürlich das Problem, ich wollte natürlich nicht, dass sie sich dort weiter ihr Nest bauen. Und daraufhin habe ich dann die Gießkanne genommen und habe einfach beim Fenster rausgegossen. Na, das hat geflattert, als die dann abgehauen sind, das sage ich dir, du. Aber die kamen wieder. Nur diesmal kamen sie nicht alleine, sondern sie hatten einen Rudel voller Tauben mitgebracht. Und da habe ich ganz einfach ans Fenster mich gestellt und habe Danke gerufen. Und als ich das sagte, das könnt ihr jetzt, werdet ihr nicht glauben, haben die Vögel zu mir hochgeguckt und haben so getan, als würden sie mir Applaus geben. Ja, das war jetzt ein kleines Beispiel und hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast und dass du wieder bei uns bist. Und ich darf heute ganz recht herzlich begrüßen Walter Hönig. Und wir haben eine kleine Herausforderung gehabt. Nämlich nicht nur das kleine Theaterstück, das Improvisierte, was wir gerade gemacht haben, sondern wir haben überlegt, ist das richtig für Delphin TV, wo es um Bewusstseinsentwicklung geht, oder richtig für Andreas Klein TV, wo es ja um Spaß und Unterhaltung geht. Und da haben wir überlegt, das ist ja beides, was machen wir jetzt? Und deswegen gibt es hier heute für dich Teil 1 auf Delphin TV und Teil 2 von unserem Video, den gibt es dann auf Andreas Klein TV, weil da geht es dann noch mehr in Spaß und Unterhaltung und in Theater. Walter, herzlich willkommen. Danke sehr, Andreas. Und Impro-Theater. Impro heißt ja nun improvisieren. Ja. Das haben wir gerade auch gemacht. Und das war auch schon ein Beispiel. Aber erzähl uns doch einfach mal am Anfang, wie bist du auf die Idee gekommen, Improvisationstheater zu machen oder überhaupt dich dafür zu interessieren? Ja, ich darf mal ganz kurz ausholen. Also ich habe als gebürtiger Münchner vor rund 20 Jahren Bayern verlassen und bin nach Nordrhein-Westfalen, der Liebe wegen, und habe mein Leben komplett neu begonnen und habe mich dabei tatsächlich auf Dinge eingelassen, die waren für mich, und ich war zu dem Zeitpunkt bereits Mitte 40, absolut, die waren nicht Bestandteil meines Lebens. Ich bin erst in den Chor gegangen und habe gesungen im Chor. Dann habe ich gemerkt, dass das Chorsingen mir irgendwo so ein bisschen zu einengend war. Und dann habe ich die Schnapsidee gehabt, Theater zu spielen, und dann habe ich also so ein einen Impro-Theater-Kurs besucht und der hat mich so fasziniert, dass ich selber dann in Verbindung auch mit meiner neuen beruflichen Orientierung, Ausbildung zum psychologischen Berater, die Idee hatte, was hat Theaterspielen mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Und diese beiden Elemente habe ich halt zusammengebracht und letztendlich ist das heute der Aufhänger, denn ich bin überzeugt davon, Theaterspielen, und das gilt für jeden Menschen, macht selbstbewusst. Es gibt dir die Möglichkeit, dich selbst mal auf eine ganz andere Art und Weise kennenzulernen. Vor allen Dingen, wenn man das in einem Rahmen macht, der nicht öffentlich ist, sondern der klein gesteckt wird, wo man sagt, okay, wir sind jetzt die Teilnehmer dieses Impro-Theaters und kein anderer kann oder wird zugucken. Und da kann man sich ja auch ganz anders geben, weil man auch mal weiß, wir kennen uns und jetzt geht's rund. Und das Allerneueste ist, ihr habt entdeckt, es für die Zeit, wo ihr nicht zusammen sein könnt, es online zu machen. Ja, also du hast gerade angeschnitten, ich bin also jetzt seit rund 8 Jahren Seminarleiter an verschiedenen Volkshochschulen und Bildungseinrichtungen, zum einen zum Thema positive Psychologie und auf der anderen Seite eben Improvisationstheater macht selbstbewusst. Das heißt, ich verbinde ganz klar die Elemente, ich sag mal, der Persönlichkeit des Menschen, unserer Bedürfnisse, unserer Stärken, aber auch unserer Entwicklungspotenziale. Und da wir nun mal in Corona-Zeiten, mir sind ungefähr 30 Termine jetzt ausgefallen, von März bis heute, war dann die Idee vor ein paar Wochen zu sagen, ich mache das jetzt online. Aber ich möchte nochmal auf das eingehen, was du vorhin gesagt hast. Alles, was ich tue, ist immer im geschützten Raum. Das gilt für meine Seminare, wie eben für die Theaterworkshops. Und das bleibt im Raum. Das ist auch immer so der erste Satz, den ich sage zur Begrüßung. Leute, alles, was wir hier öffentlich machen, was wir untereinander besprechen, geht nicht nach draußen. Das bleibt im Raum. Und das gilt übrigens auch für die Zoom-Meeting. Da wird nichts kopiert und irgendwo veröffentlicht, sondern es geht einfach darum, es erleben zu können. Und das geht ja online eigentlich genauso gut, wie wenn man sich live trifft. Nur, dass halt jeder vor seinem Computer sitzt, die anderen alle sieht und dann mitspielt. Also mein
Die Voraussetzung ist natürlich Kamera und Mikrofon, das ist klar. Und auf der anderen Seite einmal den Mut zu haben, so etwas überhaupt zu tun. Manche haben sich ja beruflich da mittlerweile auseinandersetzen müssen. Aber ich habe den Eindruck, die Leute, die ich jetzt in den letzten Wochen kennengelernt habe, sind zum Teil auch wirklich mit dem Handy sind die da rangegangen an die Geschichte. Und einfach ausprobieren. Mal eine Stunde kostenfrei kennenlernen und zu sehen, ist das was für mich, möchte ich das öfter machen, gibt mir das Kraft, macht mir das Spaß. Und genau das habe ich gemacht. Ich war vor 2 Wochen mit dabei und habe das mal miterleben dürfen. Und das war echt scharf, muss ich sagen. Da werden Themen vorgegeben oder einfach nur eine Emotion. Und es ist so toll, wie man darauf erstmal nur zugucken kann, aber dann auch reagieren kann und wie das dann abläuft. Und da haben wir uns überlegt, dass wir den Zuschauern einfach mal dran schnuppern lassen, indem du uns mal sagst, was gibt es denn da überhaupt alles? Gerne. Beim Impro-Theater. Also mal so kurz Zusammenfassung. Improvisationstheater hat zunächst mal 4 Säulen. Das ist einmal im Hier und Jetzt. Kopf abschalten. Einfach locker bleiben. Es gibt kein Gut und kein Schlecht. Es gibt auch kein Müssen. Wenn ich nicht will, sage ich, nee, raus, ich habe keinen Bock. Dann mit sich selbst auch mal in Grenzbereiche zu kommen, mit seinem Status oder besser gesagt mit den Emotionen zu spielen. Ich werde gleich ein paar Beispiele dazu bringen. Und ganz, ganz wichtig, immer ein Vis-à-vis zu inspirieren. Denn auch auf Zoom spielen wir ja nicht alleine Theater. Da halte ich ja nicht einen Vortrag, wie ich es jetzt hier tun darf, sondern da spielen wir zu zweit. Ja, dann habe ich da mal ein paar Beispiele für euch, nur damit ihr eine Vorstellung bekommt. Egal, ob wir nun Improvisationstheater in einem Seminar, in einem Workshop live erleben oder eben auf Zoom. Ich sagte vorhin schon, im Hier und Jetzt ankommen, sich einfach mal auf Dinge einzulassen und so eine Konzentrationsübung, die hat ja auch ein Stückchen was mit Achtsamkeitsübungen zu tun, das kann man auch im Internet machen. Einfach mal wirklich für ein paar Sekunden ruhig sein, in sich selbst hineinhorchen, zu spüren und dann in irgendeiner Form gemeinsam in den Emotionszustand zu kommen. Ich gebe das dann jetzt im Internet vor, aber auch letztlich im Live-Seminar. Und wir sind zunächst, weil wir sehen uns ja alle mit den Gesichtern live, genauso wie im Internet, wir sind erstaunt. Dieses Erstaunen richtig deutlich zum Ausdruck zu bringen, das fällt manchen Leuten schwer. Und plötzlich überfällt uns die Angst. Das sind dann die Grundemotionen. Und aus der Angst, weil wir das nicht wollen, wir wollen nicht ängstlich sein, werden wir wütend. Wir kriegen so eine richtige Wut im Bauch und dann sind wir plötzlich traurig. Denn das wollen wir nicht. Wir wollen nicht traurig sein. Und zum Schluss sage ich immer, Leute, es ist lustig, es hat Spaß gemacht. Es war der Anfang, super. Und dann gibt es immer Applaus. Das ist ganz wichtig. Auf jeden Fall, weil das macht auch richtig Spaß. Und ich finde das so super, wie du das hinkriegst, diese Emotionen wirklich von einer Sekunde auf die andere umzuschalten. Und ich finde das super, weil ich bin hinter der Kamera und brauche das, dass du das vor der Kamera kannst. Genial, einfach nur genial, ja, genau. Es ist der Begriff Theater der Emotionen, den habe ich auch mal in dem Zusammenhang gefunden, weil das kann man so schön übertragen. Stellt euch vor, wir machen eine Vorstellungsrunde und wir nutzen auch wieder diese 5 Grundemotionen und das geben wir dann auch im Internet einfach auf die Stelle rundum. Hallo, ich bin der Walter. Hallo, ich bin die Maria. Und so weiter. Und dann wechseln wir die Emotionen und dann gibt einer eine andere Emotion vor, wie meinetwegen jetzt zum Beispiel die Traurigkeit. Ich bin der Walter. Und entsprechend die Maria dasselbe und dann wieder eine andere Emotion. Also in Emotionen zu spielen, zu sprechen, auch im Rollenspiel, auch in bestimmten Situationen, das ist das, was also im Bereich des emotionalen Theaterspiels eine Rolle spielt. Und vielleicht noch abschließend eine interessante emotionale Geschichte, wenn man dann zu zweit spielt, was wir dann weiter tun, dann mal 2 extreme Emotionen gegeneinander spielen zu lassen. Stellt euch vor, du sprichst mit jemand, du bist total wütend und der andere lacht dich aus. Dann stehst du da, kannst du mal jetzt die Klappe halten und der andere. Also dieses Emotionsspiel, das ist eigentlich das, um was es beim Theater der Emotionen eben zum Schluss geht. Aber es gibt noch mehr Übungen. Die gucken wir uns gleich an, ja. Beziehungsweise im zweiten Video. Und jetzt ist mir aber ganz wichtig, dadurch, dass man das ja macht, auch in dem geschlossenen Raum, entdeckt man ja ganz viele Sachen an sich selbst. Und da beginnt ja schon die Bewusstseinsentwicklung, weil ich mir ja bewusst werde, was steckt eigentlich ganz tief in mir drin. Da kommen plötzlich Sachen raus, da habe ich nie dran gedacht.
Und es klappt. Es kommt hoch und man darf ja in diesem Impro-Theater auch mal spielen. Und nicht nur ein bisschen, sondern sogar richtig viel. Man kann also mal richtig rauslassen und dabei entwickelt man ganz viel Selbsterkenntnis. Und das finde ich so wunderbar. Was kannst du uns dazu sagen aus deiner Fachkompetenz? Ja, ich habe eben diesen Bogen gespannt zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Improvisationstheater. Und um das mal ganz kurz mit ein paar Beispielen auf den Punkt zu bringen. Nicht jeder Mensch ist neugierig, hat dieses innere Bedürfnis nach Abwechslung. Aber die, die das haben, die können das ganz anders ausleben und spüren. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sind sehr sicherheitsorientiert, sehr vorsichtig. Auch das ist ja nicht negativ, sondern das ist ganz einfach eine Eigenschaft, die in uns steckt. Und dann gibt es wieder andere, die sind in ihrer Art sehr eigenständig und eigensinnig und vielleicht eher erfolgsorientiert. Und das eben auf spielerische Art umzusetzen, aber eben nicht nur seine bevorzugten Bereiche, sondern eben auch die Bereiche, die einem schwerer fallen, mal auf spielerische Art und Weise auszuprobieren. Das, um vielleicht noch einmal ein anderes Beispiel zu bringen in dem Zusammenhang. Es gibt Menschen, die sind sehr du-verbunden. Das heißt, diese Du-Verbundenheit, dieses, wenn man so will, ja, Empathiefähigkeit wirklich auszuleben. In einem Gespräch, eine Gesprächsform, ich erkläre dann immer im Vorfeld ein bisschen was dazu, bedingungslose Kommunikation, das heißt also anderen zu fragen, ich möchte dich gern verstehen. Und da eben in ein Wechselspiel zu kommen, das ist eben sich besser kennenlernen in verschiedenen Bereichen. Es sind letztendlich in der positiven Psychologie 24 Charaktereigenschaften, die man also hier nicht alle in einem Abend in 60 Minuten, um Gottes Willen, aber einfach immer wieder mal in irgendeiner Form mit einbinden kann. Zusätzlich ist es ja so, dass man an sich selber ja ganz neue Talente entdeckt, ne? Das ist es, weil du bist hier in der Lage, Dinge zu machen, die dir eben im normalen Leben nicht möglich sind oder besser gesagt, die du dir nicht traust. Denn an der Stelle auch wieder eine Bemerkung, wir leben zu mehr als 50% nicht das, was wir sind, sondern das Leben, was man uns im Laufe der Jahre in unserer individuellen Biografie mehr oder weniger in den Kopf getrichtert hat. Und hier kannst du machen, was du willst. Und an dieser Stelle vielleicht ein Satz von Shakespeare, den ich immer wieder unheimlich gut finde. Das ganze Leben ist ein Theater. Such dir die Rolle aus, die dir am meisten Spaß macht. Das war ein wunderbarer Schlusssatz. Wir freuen uns auf Teil 2. Ich hoffe, du bist auch dabei. Ich verlinke diesen zweiten Teil. Mal gucken, hier oben muss das I sein, siehst du das? Und auch gleich im Abspann ist ein Bildchen, da kannst du dann draufklicken und dann bist du gleich bei Teil 2. Und du bist dann auf meinem anderen Kanal, Andreas Klein TV, wo es eben auch um Spaß und Unterhaltung geht. Und in dem Sinne wünschen wir beide, der Walter und ich, dir jetzt alles Liebe. Tschüss.